Willkommen zurück zu Elden Ring. Da hinten wartet schon der Turm auf uns, den wir jetzt vielleicht mal erkunden können, nachdem wir da eine große Rune dabei haben. Jetzt habe ich den Tipp bekommen, ich habe mich überhaupt nicht gedacht irgendwie, mal die Fackel in die linke Hand zu nehmen. Geht das denn überhaupt? Ja, es geht. Dass ich halt die linke Hand durchwechsel. Dass man dadurch besser fighten kann, auch wenn es dunkel ist. Und das zweite, dass ich auch, wenn ich was aufhebe, dann nicht immer alles dunkel wird. Weil das mit der rechten Hand macht. Könntest mal gucken. Ach, das sind beide gleich. Wie unterschiedlich der Damage auch. Unterschiedlich der Damage vom Schwert und solche von dem Flegel ist. Ach. Friendly Fire, der Pfeil. Jetzt ist ein bisschen unübersichtlich hier, wenn zwei Leute auf mich draufhauen und dann auch noch der Bogen von hinten reinballert. Das ist eine nervige Brücke, ehrlich, dass wir nicht so langsam sind. Kein Friendly Fire, sagt er mit dem mehr HP auch noch vorne. Auch das noch. Ah, Friendly Fire, nice. Das ist auch gar nicht schlecht. Er hat ja schon weggeballert. Umgeballert. Ja, dann doch wieder ein bisschen gut. Ja, war ich zu langsam jetzt. Sonst hätte ich ihn nochmal in die Brust hauen können. Erster Schlag macht mit 300 Schaden. Ich habe keine Lust jetzt. Na, wechseln wir mal kurz auf den Flegel. Und natürlich nicht sicher ist, dass der die gleiche Verteidigung hat und die gleiche Rüstung, der ranged. Dass das wirklich vergleichbar ist. Sehr schön. Doch mal so eine Säule zwischen. So. Ja, 26. Aber es macht auch nominell weniger Schaden. Ist auch einfach schlechter. Das macht 135 plus 39, also 174. Und das macht eigentlich 214. Das war jetzt wahrscheinlich erst dann schon besser, aber nur wenn es dann auf dem gleichen Level ist.
So, da bin ich jetzt mal gespannt. Schon aufgelevelt. Ja. Schön cool aus von hier oben. So ein Zweifinger hier. Kraft einer großen Rune wiederherstellen. Na dann. Gotricks große Rune. War die nicht hier mit dabei? Talismanbeute, da auch, da oben. Erhöht alle Attribute. Kann ich das tragen oder? Da muss ich die jetzt vorbeibringen bei der Tafelrunde. Bloß nicht zu viel verraten, Elden Ring, einmal wie immer. Ihr Segen erhöht alle Attribute. Wofür haben dieses komische, diesen Bogen? Kann man das dann kurzfristig nutzen? Kann ich denn zum Beispiel... Wir haben doch... Hier. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten großen Rune. Einmal den Runenbogen. Den kann man sich auch kaufen. Das kann man nutzen. Und dann kann ich mir eine Rune aussuchen, oder wie? Der Runenbogen. War dauerhaft? Ein Fragment des zertrümmerten Eldenrings gewährt bei Verwendung den Segen. Auch wenn ihr keine große Rune ausgerüstet habt, erhöht die Verwendung leicht eure maximalen LP.
Im unteren Bogen des Ellenrings sollen dessen Sägen zusammenlaufen. Womöglich stammt dieses Fragment von einem jener Bögen. Ist das eine temporäre Geschichte, die ich dann vor einem Bossfight machen möchte? Oder ist das eine... Probier es einfach. Ist dann die eine ausrüsten müssen? Ich dachte, dass man vielleicht noch auswählen kann. Okay, der Bogen ist weg. Das kann ich ja nicht irgendwie ausrüsten. Das ist jetzt leicht meine LP erhöht. Yes. Da unten sieht es aus, als könnte man irgendwie eine Rune reintun. Wie wähle ich die denn aus? Na gut, den Bogen bin ich wohl losgeworden. Wir gehen mal zur Tafelrunde. Gucken, was die zu der aufgeladenen Rune sagen. Ja, ausprobieren ist manchmal so eine Sache in so Souls Games. Da schien da ein bisschen was zu wissen. Die hier unten. Konnte ich nicht da auch so einen Bogen kaufen? 5 Stück immerhin. Gewährt bei Verwendung den Segen einer ausgerüsteten Rune. Gehen wir mal in das Haupt. Wie rüstet sich denn eine große Rune aus? Kannst du mir hier helfen, vielleicht? You have returned. Über große Runen. Ah, great runes are the stuff of demigods. The children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her hands to grace was extended. Listen, the greater will has tarnished, shown in thee. The demigods, Godric the Grunt of. Das ist das Echo der Pflanzen, ja, das ist alles super. Bei der großen Rune hilft es mir auch nicht weiter. Wie rüste ich die denn aus? Ausrüsten. Der Bogen gewährt den Segen der ausgerüsteten Rune. Das ist oben eigentlich für einen Buff. Neben erhöhten ist das... Achso, stopp, das ist von meinem Talisman. Ich habe einen Talisman noch, ne? Aber stopp mal, der... Ist das mit dem rechten da das... Der Buff von dem Bogen jetzt? Warum, wie lange hält der? Gott, das muss doch alles nicht. Muss doch nicht so obskur immer sein. Das da unten in der Mitte sieht aus, als könnte ich irgendwie, als sollte da eine Rune drin sein, aber. Au. Waffen, Schilde, Rüstung. Und Gebrauchsgegenstände. Wisst ihr was? Das google ich jetzt. Ich check das nicht. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das übersehen habe, ob ich das hätte checken sollen oder nicht. Bin gleich wieder da. Okay, ich habe jetzt festgestellt, wie es ist. Man kann das an einem Ort der Gnade ausrüsten. Und dann bringt es auch was, wenn man diesen Runenbogen verwendet. Schade. Ich habe einen weggeballert. Kostet ja auch nur 5000. Nehmen wir uns mal einen mit. Können uns einen neuen gönnen. Wir haben 5000. 3.900. Sehr schön. Ja. Ich dachte halt, man kann das damit ausrüsten. Man stand nur eine ausgerüstete Rune und dachte, ja, vielleicht kann man das ausrüsten, wenn man den Runenbogen benutzt.
Das nehmen wir leider nicht so. Gerade immer noch zu wenig. Sehr schön. Hat 4000 gekostet, gar nicht 5000. Das sind nur 5 Stück. Ah, dann haben wir jetzt wieder einen. Sehr schön. Jetzt mal ein bisschen mit allen gesprochen hier eigentlich. So. So, wir können jetzt hier oben weiter nach Soraya Lucaria. Hat mir hier drin eigentlich alles gemacht. Gut, Rick. Ne, wir sind noch nicht weiter in die Burg, oder? Dann konnten wir die Burg noch weiter. Ich möchte ja immer noch auf die Insel. Oh, wer bist du denn? What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Okay, was verkauft der Kollege so? Banditensachen. Na gut, das hatte ich als Bandit schon. Ruinenfragment. Erhöht die Objektentdeckung. Ja, super ist das. Tolle Sachen verkaufst du. Ganz tolle Sachen. Möchte ich nicht angreifen? Oh, ich bin im Gebiet, wo ich nicht angreifen kann. Okay. Jetzt nicht mehr. Hier sind wir ja.
ja schon entdeckt. Einfach hier in die Burg gehen können, wenn ich das gewusst hätte. Wären wir da auch zum Boss gekommen? Von hinten? Oder ist die Tür dann verschlossen? Das wäre mal interessant gewesen. Jungfer, teure Jungfer, wo seid ihr? Bitte nehmt meine Trauben. Okay. Schapriri-Traube. Was ist das? Ja. Vergilbender und triefender Augapfel eines Kranken. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig. Gebt dieser der blinden Jungfer, um sie zum Fernlicht zu führen. Aber müssen wir mal die erste Illusionswand finden. Ob Raya Lucaria das genaue Gebiet ist oder ob ich erst nach Caelid gehen sollte. Zum Beispiel auch durch das Portal, was mir der von der Tafelrunde empfohlen hat. Wer weiß das schon? Ja gut, dass ich hier nochmal zurückgekommen bin. Vielen Dank. Ja, aber das ändert ja nichts. Ich gehe mal hier hin vielleicht. Wenn ich da mal links zur Küste gehe. Ich will den Marker wegnehmen. Oh, ist das Bock? Good to see you, Master. Do you remember me? Bock, the demi-human. Na sicher. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Okay, klar. Aber erzähl noch mal kurz was darüber. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well, I am your personal seamster after all. Okay. So, wir können... Oh, man kann gar nicht alles anpassen. Voranpassung. Nur die zweiten. Es wird leichter halt. Da lohnt sich nicht so sehr. Bei dem hat sich schon ein bisschen gelohnt. Ich dachte, er kann vielleicht an meine anderen Sachen rumschnitzeln. Wer ist eigentlich optisch? Ja, tut mir leid, das ist nicht so spannend. Oh, going so soon? Please do be safe on your journeys. Was habe ich vor? Oh. Hello. Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next, but when I eat one of those grapes,
I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a Finger Maiden. Das ist ja mal ein gigantischer Zufall, dass ich gerade 2 Minuten vorbekommen habe, dass sie mich direkt danach fragt. Ich will nichts sagen, dass es keine Traube auf der Dörren rumkaust. Aber habe ich die Möglichkeit, mich zwischen mehreren zu entscheiden? Meine braucht ja sowas nicht. Ist das eine endgültige Entscheidung? Kann ich auch sagen, ich komme nochmal wieder? Was ist, ich gebe jetzt eine. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind and may the blessing of... Okay. Die Hälfte der Zeit mache ich irgendeinen Scheiß. Werde ich bestimmt von den Leuten verarscht. Gebe dem Falschen irgendwelche Sachen. Aber... It is what it is. Heilige Träne, da waren wir letztes Mal schon hier und haben das nicht genutzt. Und vielleicht das ein bisschen einfacher gemacht. Naja, wer bist du denn? You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 Runen, Christen. Well, bless you, bless you. You are a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Na dann. Sternenlicht. Ja, super. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the Shattering, the Academy cast repelling seals on the East Gate leading to the capital, and the South Gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Tja, mit der 10 Runden bekommen, das muss ja wohl reichen. Kann man denn über den Schimmersteinschlüssel sagen? Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy. And you'll never reach the Erdtree Capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Find yourself a glint without one, you can't, and you'll never... Sie über die Zauberin Selen mal fragen. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch.
I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Okay. Das ist ein Tag geworden. Ja, schon. Das hätte ich schon viel früher haben können. Ich war schon vor langer Zeit hier. Jetzt müssen wir in die Kirche gehen sollen. Das ist dann Raya Lucaria da hinten. Aber ich möchte hier mal an die Südseite. Hi. Da möchte ich hin. Macht mich irre, dass ich da nicht hinkomme. So, die Klippen wird das wohl nicht klappen. Gesprungen ist. Was? Ich hab Bock, euch zu verhauen. Halten ganz schön was aus. Oh. War noch nicht tot, oder was? Ich weiß nicht, was der Zweck ist. Ey. Das sind zwei davon. Mir ist nicht so tanky wie ein Nahkampfkollege. Ach ja. Akademie-Schriftrolle. Auch nichts sein. Wo ist die Akademie-Schriftrolle? Ah, da unten. Einem studierten Zauberer.
Haben sie sich viel eingekramt? Nee, da sind sie. Ach ja, stimmt. Was noch? Ja, aber so spannend seid ihr auch nicht. Tut mir leid. Nehmt's nicht persönlich. Oh, hi. Des Schimmersteinmetzes. Noch mehr Sachen können wir craften. Ja, ein paar Sachen habe ich ja schon auch gemacht, so ist nicht. Ich habe tatsächlich schon was gecraftet. Noch mehr so Stinke-Eier. So. Müssen wir erstmal eine Karte finden hier. Ich die Fackel nicht rausholen. Auf dem Pferd geht es nicht auf der linken Seite, oder was? Ist ja bescheuert. Okay, das ist doch ein Vorteil, dann sie in der rechten Hand zu tragen, wenn man sie auf dem Pferd nicht rausholen kann. Wenn man sie in der linken Hand hat. Wenn man in der linken Hand halt die Zügel hält. Schade. Die andere Seite der Brücke. Gucken wir mal, was da oben ist.
Kann ja auch mal die Rune ausrüsten, falls ich doch irgendwann mal Lust habe, den Runenbogen, den ich jetzt habe, zu benutzen. Da unten ist es. Das muss ich dann nur noch aktivieren mit dem Runenbogen. Den Wagen bis hier hingezogen und dann wusste ich nicht mehr, was zu tun war, nachdem die Brücke kaputt war. Ein Baumspeer. Irgendwer hat mal gesagt, ich soll an beiden Seiten mal gucken. Ah! Wo ich da vorne irgendwie noch nichts entdeckt hatte bis jetzt. Okay. Das soll bestimmt so sein. Wahrscheinlich dreistündige Lore-Videos über den schwebenden Felsen hier. Noch nicht die einzigen. Ist noch einer. Okay. Hässliche Fackel.
Ja, blöd jetzt, ne? Trompete. Sonst gar keine Waffe. Blöd, um so ein blöder Trompetenblöd, Mann ist. Wie es eine Waffe jetzt so viel geholfen hätte. Idealerweise finden wir irgendwo mal eine Karte, damit das nicht alles so dunkelbraun aussieht auf der Map. Vorbeireiten und irgendwelchen Leuten den Tag kaputt machen. Wow! Ballons. Forschungsballons. Kann sie anvisieren? Goldene Rune 6. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber es ist, glaube ich, stimmt, vielleicht 2000. Nein, ich will dich nicht anvisieren, geht weg. Nein, nicht sowas. Okay. Hey, warum? Eigentlich sind sie immer da schon gestaggert und machen sie ganz gerne noch ein paar Angriffe. Und zwar 2 Millionen. Ich sehe aus hier wie so ein Nagelkissen. Ja, nervt nicht. Nein, genommen. Ja, das war nicht gut. Das ist natürlich auch eine Auto-Attacke und denkst du, ja, der steht gleich. Naja, ich bin gestorben. Jetzt hätte ich mal merken können, wie viele Lebenspunkte ich vorher hatte. Weil den Buff haben wir verloren. 800 irgendwas, glaube ich. 50? Ist das prozentual vielleicht?
irgendwie bei Kollegen rum. Au, au, au! Sicher, dass das eine gute Idee war. Anders überlegt jetzt. Doch nicht. Ich will mich hier nur ein bisschen umgucken. Was ich immer Bock auf Wölfe. Ah ja. Langsam rückwärts alle weggehen. Er steckt nach das Schwert weg. Also nee. Kein Bock auf die Scheiße. Und du? Okay. Mein lieber auch deine Kollegen da gehört. Danke für den Schmiedestein, aber. Kommt heraus aus der Dunkelheit unter der Erde. Bieten mir unsere Augen der Jungfer da. Na ja, gib mir noch mal so ein Auge. Kann ich vielleicht noch gebrauchen. Nee, nur labern. Und dann keine Augen. Ich habe meine Augen ja gleich der ersten Frau, die mich danach gefragt hat, gegeben. War bestimmt total klug. Den See werden wir auch noch erkunden. Wie weit sind wir jetzt? Was sind die Geläuterten? Da wird doch noch irgendwie mehr sein, wenn es auch noch eine speziell markierte
sozusagen ein Point of Interest ist. Ist da vielleicht ein Geheimeingang? Eine Treppe? Ein Keller? Irgendwas wird es hier doch geben. Der Typ hier. Ist hier wirklich nichts? Oh, ja, da. Schon kurz vorher ist noch geahnt. Das ist gut. Den Glauben. Oh, das ist nicht so wichtig für mich. Mein Glauben ist stark. Weißt du was? Dann so. Ja, cool. Also jetzt haben wir dieses neue Gebiet. Moin, Jungs. Ihr erinnert euch, wir hatten einen Friedensvertrag. Also, dann haben wir jetzt ein neues Gebiet, was wir erkunden können. Hier der See. Oder Sumpfgebiet. Außenrum geht es noch ein bisschen. Mal eine Karte finden. Götterbrücke. Ah, da waren wir. Und ob wir hier richtig sind, werden wir mal sehen. Die Kämpfe sich gestalten, ob es jetzt ein arg schwierig wird. Man merkt schon einen Anstieg im Schwierigkeitsgrad. Aber ich bin nicht ganz sicher, wie da hinten Kaelid im Vergleich ist. Aber ich denke, wir bleiben erst noch ein bisschen hier. In Kaelid haben wir auch schon ein bisschen was direkt zu tun, also was wir auch direkt wissen. Hier das Portal nutzen. Und ansonsten, ich meine, liegt es irgendwie auch nah, dieses Gebiet hier weiter zu erkunden. Und ich will immer noch auf diese scheiß Insel. Aber mal gucken. Das will ich alles vielleicht beim nächsten Mal rausfinden. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen heute und bis dann. Ciao.